So, liebe Leutchen, willkommen zurück. Euer Bergi ist wieder am Mikrofon. Und wir sind natürlich, ihr seht, immer noch fleißig in Europa Universalis. Gut, Zielsetzungen für die nächsten Stunden des Let's Plays sind geklärt. Haben wir in der letzten Folge ausgiebig erläutert. Mache ich aber immer ganz gerne nochmal zum Anfang der Folge, dass man auch als Quereinsteiger vielleicht die Chance hat, den Faden nicht zu verlieren. Jetzt habe ich schon wieder einen Frosch im Hals. Soll echt mal ein bisschen mehr Saft trinken. So, wie sieht's aus? Stand der Dinge immer noch gleich. Natürlich Frankreich mit einer, wir haben eine PU mit Kastilien, was natürlich bombig ist. Alternativ haben wir schon einen kleinen Anker gesetzt in Süditalien, ganz hilfreich. Und wir haben schon so ziemlich das französische Kernland annektiert. Ich gucke mal ganz kurz, da gibt es eine Karte für das Kernland. Da gibt es nämlich auch einen Erfolg, was wirklich zu Frankreich gehört. Moment, Entwicklung, Gebäude, die geografische Geschichte ist das, genau. Gebiete, da, schau an. Also uns fehlen noch ein paar Ecken, ne, für Frankreich. Wir gucken mal ganz kurz, ja, sogar noch vom Heiligen Römischen Reich Gebiete, weil Österreich drin sitzt, das ist klar. Das ist nachvollziehbar. Ja, ein bisschen was im Kernland fehlt noch, ne? Hier ist Savoyen noch, der Norden. Dann haben wir hier noch Dragonien. Also das wären jetzt zum Beispiel die Gebiete, die man einnehmen müsste für den Extra-Erfolg, ne? So, dann gucken wir uns kurz mal die Diplomatiekarte an. Und da sehen wir eigentlich schon unsere Größenordnung. Kastilien, eine PU, gehört eigentlich schon direkt zu uns. Perfekt. Und natürlich die Karibik, da sind wir jetzt gerade dran. Und bauen uns ganz gemütlich auf und mit der ersten kleinen Kolonie, die da so langsam vor sich hin schrumpelt, und währenddessen wir das tun, sparen wir ein bisschen Geld an. 13 Dukaten nehmen wir gerade ein in der Summe. Da können wir demnächst den Ausbau wieder vorantreiben. Ich habe ja gesagt, ein bisschen Fokus auf Produktion und Handel legen, damit wir ein bisschen weg von der reinen Besteuerung. Wo Besteuerung jetzt nicht verkehrt ist, das war nicht das Thema letzten Folge, sondern viel eher, dass man sich ein bisschen breit gefächerter aufstellt, ne? Gerade im Handel steckt halt wirklich brutal viel Potenzial, ne, später. Gut, in Ordnung. Dann sollten wir es bald mal angehen, Portugal langsam zu schrumpfen, wegen der eigenen Kolonialmacht, die sie ausstrahlen. Das schaffen wir am besten über einen Krieg mit England, bloß kann ich dabei leider nichts einnehmen, weil meine aggressive Expansion immer noch exorbital ist, aufgrund der PU mit Kastilien, ne? Weil wir uns natürlich, da haben wir Land eingenommen, was ja nahezu das gleiche entspricht, was wir schon hatten. Von daher kein Wunder, dass die so groß sind. Und dann brauchen wir noch auf jeden Fall einen Vasallen. Den hätte ich mir ganz gerne noch zurechtgebaut. Wir haben zwar zwei Bündnisse noch. Wir haben ein Bündnis mit Böhmen und ein Bündnis mit Bosnien, die ich ganz gerne später hier als Vasall aufbauen möchte. Wird aber schwierig. Die sind relativ groß. Die sind relativ groß. Naja, ist aber egal. Und wenn es auch nur ein Bündnispartner ist. Wir werden mal gucken, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Aber hier habe ich mir eins ausgesucht, nämlich Montferrat. Gehört aber nicht mehr zum Heiligen Römischen Reich, ne? Ach, ärgerlich. Man bräuchte einen Vasall im Heiligen Römischen Reich. Irgendwo Frankfurt zum Beispiel. Aber die sind zu reich. Die sind noch zu reich. Die haben eine extrem hohe Grundsteuer. Da können wir uns mal die Provinz angucken. Die sitzen da auf 8 Gold. Ist ein bisschen viel. Ulm. Hey, das süße Ulm. Einfluss. Ah, ist so weit weg, ne? Ach, 75, allein 75 Punkte, weil sie Mitglied im Reich sind. Ach, und die Grundsteuer ist sogar ein Negativmalus. Beim Montferrat wird es klappen. Ne, das passt da. Unsere Grundsteuer ist halt wesentlich höher. Aber hilft mir Montferrat da an der Ecke? Man kriegt ja auch für Vasallen, wenn man die füttert, kriegt man ja auch aggressive Expansionen. Dann kann man sich eigentlich fast schon sparen. Nimmt man lieber noch einen starken Verbündeten, ne? Außerhalb
des Reichs. Wir hatten ja Österreich, war ja gar nicht so verkehrt. Ach ja, hier. Die fetten Schweden, die sind noch nicht unabhängig. Da müssen wir noch warten, bis die... Aber ziemlich spät, 1504. Das geht ein bisschen zügiger normalerweise. Hatten sie noch keine Chance. Norwegen auch noch nicht. Dänemark mag ich nicht. Ja, dann behalten wir die diplomatische Macht noch ein bisschen für uns, mein Gott. Wenn nicht, nehmen wir uns einfach später Holland. Ist aber auch ziemlich reich. Oh. Haben wir da nicht die Unabhängigkeit? Ah ja, jetzt wären wir zum Beispiel in den Krieg gerufen worden, ne? Wie sieht es mit den Schiffen aus? Wir organisieren das mal. Wir gucken uns mal die Schiffe an. Dann können wir den nächsten Krieg anleiern. Eieiei. Flotte. Flott. Truppenlimit. Ne, wir gucken. Gesamt ist viel interessanter. Okay, wir sind direkt hinter dem Osmanischen Reich. 3 Großschiffe. Da hat England 6. 14, 11. Eine Galeere, keine. 19, Transport, 14. Das ist noch viel zu eng. Das ist noch viel zu knapp. Wir müssen zwar mit rechnen, dass unsere Kastilletten mithelfen, aber da ist ja auch kein Verlass drauf. Unser Truppenlimit ist relativ gering noch. So, wir bauen unsere Schiffe immer hier. Dafür habe ich ja die 3 Docks gebaut. An der Normandie. 3 Transportschiffe, ne? Dann haben wir da genau 20. Die können wir anleiern. Leider ist das hier kein Binnengewässer, ne? Sonst würde sich das echt anbieten, da Galeeren zu bauen noch, ne? Weil die ja eine brutale Kampfkraft haben. So. Lassen wir mal ein bisschen rocken. Dann erklären wir England den Krieg und versuchen mit einer Flotte... Wir müssen ja gar nicht rübersetzen. Was wir tun werden, ist aber Portugal beschneiden. So. Tyrone, Elsass, Portugal. Elsass ist ja heiß. Oh, da will ich was haben. Minus 41 aggressive Expansion. Na, wisst ihr, was wir machen? Wer wohnt denn da? Nevers wohnt da. Und da? Man könnte Nevers freilassen, ne? Kostet aber diplomatischen Unterhalt, glaube ich. Diplomatische Macht. Kostet alles, aber ist ja egal. Guckst, Elsass muss schon ein bisschen kleiner, ne? Oh, Lamalinsch, wer ist das? Mal wieder laufen. Stufe 2 Diplomaten oder, ja, wir nehmen das Prestige mit. Ich habe ja momentan, ach so, ja, was kann die denn? Stufe 2 bei nur halber Kosten, das ist immer ganz geil. Conquistador ist mir jetzt noch ein bisschen zu früh. So, Moment. Wo haben wir denn die Berater? Da, natürlich. Stufe 2 Berater, hier ist sie, Melisande, die, ist das die? Nee, Lamalinsch, da ist sie. Und die kostet bloß 2,8. Normalerweise wird die über 5 kosten. Hier, 5,5. Das ist ja schön. Nehmen wir doch mit. Na, ist doch günstig. Haben wir noch gespart. Perfekt. So, dann bräuchten wir hier nochmal, ne? So, Armeeunterhalt oder sowas. Ordentliches. Ah, noch ein Anführer zu viel. Schon eine ganze Weile. Ja, unser König ist jetzt auch nicht gerade der hellste Kopf, ne? Gut. Okay, ja, wie gesagt, die Flotten muss ich erst zu Ende bauen. Bevor brauche ich da gar nicht Krieg ankündigen. Ah, oh, schön. Kolonialfirma in Martinique. Das gucken wir uns mal an. Nice. Dann machen wir Folgendes. Dann lösen wir hier die Eingeborene mal auf mit einem Angriff. Und dann gehen wir darüber. Apropos Angriff. Wir können hier festlegen. Ach, haben wir schon gemacht? Ah ja, okay. Alles klar. Baumwolle, jetzt haben wir schon 2 Kolonien. So schnell kann es gehen. Kosten aber auch jetzt gleich, glaube ich, 4 Dukaten, ne? Oder 6 sogar. Boah, gleich doppelt so viel. Also brauchen wir gerade bei der Geschichte hier gar nicht so schnell bis zu den freien Kolonisten durchdrücken, die Idee. Lohnt sich gar nicht, weil man es eh nicht leisten kann, ne? Wenn man 3 Kolonisten jetzt im Start hat, dann muss man schon so brutal eingeengt sein, dass man gar nicht innerhalb Europas expandieren kann, weil wir brauchen ja das Geld noch ein bisschen, ne? Und daher können wir ein bisschen einsparen und ein bisschen auf Technik setzen oder Entwicklung. So, das gefällt mir ganz gut, was Schottland da treibt. Aber warum haben wir das nicht hingekriegt mit denen,
in Bündnis zu bleiben. Das habe ich versäumt. Das war eigentlich perfekter Kriegsgrund. Shit. Ja, ein bisschen kleiner Fehler an der Stelle von mir. Oh, wir kriegen das schon aggressiv auf die Kette. So, Männer sind auch vollzählig. Schiffe sind vollzählig gleich. Oder? Ja. Ah, und der Entdecker ist da. Wo haben wir ihn denn? Da unten ist er. Mach dich mal auf den Südatlantik. Alles klar. Und tschüss. So, dann können wir hier kurz gucken. Das sind die Schiffchen. Ja, bei... Wenn wir Krieg führen gegen England, würde ich schon auf Nummer sicher gehen mit den Transportschiffen. Weil das wäre einfach unnötig, ne? Die jetzt wieder zu zerlegen. Deswegen führe ich die lieber mal alle zusammen. Und versuche, England zu erwischen. Wir müssen mal gucken, wie sieht es denn aus mit der aggressiven. Da geht's. 21. Ist nicht so schlimm. Verbessert sich das gerade extrem? 2,8 jährlich. Ist echt cool. So, wie gesagt, die nehme ich noch mit hier. Die globalen Zölle. Und das ist dann erstmal Stopp. Eine Weile. Mit den. Wir müssen uns ja nicht über die Kolonisten beeilen. Das ist ja das Schöne. Wir sind ja so mächtig von der Ausgangslage her, dass wir einfach die möglichen Konkurrenten, die Kolonien bilden könnten, einfach abschneiden. Das ist ja grundsätzlich die einfachere Variante, ne? Die ganze Geschichte. Aber es bedarf halt schon ein bisschen Kontrolle, ne? Das ist ja auch kein Selbstläufer. Das ist ja auch wieder sowas. Das wird ja auch immer ein bisschen. Ich neige ja auch, je nach Spielstand, immer ganz gerne dazu, dass man sich selbst überschätzt. Aber das ist natürlich ein Fehler, ne? Sollte man nicht machen. So, jetzt haben wir gerade ein bisschen Alarm hier. Eingeborenenaufstand ist geregelt, das ist die Geschichte. Wir können Koeno mal wieder. Das haben wir schon zweimal beansprucht, noch nicht einmal durchgedrückt. Genau, okay. Dann haben wir den Kriegsstand verloren. Kein Problem. So, ich guck mal was. Österreich ist das Wichtigste, was die davon denken. 32, boah. Jean-Jacques de Galard ist gestorben. Wer war denn Jean-Jacques? Da war Stufe 1, ne? Da haben wir 9. Moral der Armee, wie geil ist das denn? Das ist sehr geil. Bisschen wenig Punkte hier. 3, 2, 1 und der ist erst 35. Gott, bitte verreck. Ach so, stimmt. Ich habe ja gesagt, sobald der Nachwuchs volljährig ist, das ist er jetzt, setze ich unseren König hier rein. Zack. Kostet keinen Unterhalt, den König da ins Feld zu schicken. Meiner Meinung nach müsste das auch irgendwann verboten werden, also im Spielverlauf. Aber gut, das war ja später immer noch so. Friedrich der Große ist ja auch 1700 noch mit seinen Reitern losmarschiert und hat Schlesien eingenommen. Da war er selber auf dem Pferd gesessen. Ne? Oder hier der Schwedenkönig da beim 30-jährigen Krieg. Der war ja auch schon fleißig mit dabei. Der ist ja auch mitgeritten. Karl Gustav oder wie der hieß. Das ist ja noch eine ganze Weile. Wir sind ja auch erst im Jahr 1505, ne? Das ist ja auch noch, ist noch recht düster da in Europa. So, Erkundung beendet. Alles klar. Gibt's da schon ein paar Hotspots, die auch wirklich fortschrittlich waren und sind. Gerade hier Portugal und Spanien, klar. Ne? Gerade mit den Entdeckungen. Da war so der Pegel. Aber auch hier in Florenz und in italienischen Staaten, die waren lange Zeit noch Frankreich und Co. voraus, ne? Gerade was Kultur angeht, das muss man ja sagen. Liegt aber auch daran, weil es Mittelmeerraum war, ne? Und die haben auch alle ein bisschen von den Osmanen profitiert, ne? Die halt schon ziemlich weit waren. Marokko hat Aragon den Krieg erklärt. Das ist ja geil. Marokko hat Aragon den Krieg erklärt. Kommt ja auch sehr, sehr cool rüber. Finde ich. Also, das kommt jetzt richtig geil. Weil dann muss ja Marokko schon der Meinung sein, dass sie das auf die Kette kriegen. Und sag jetzt nicht, dass das Osmanische Reich hilft damit. Ja, na klar. Ist ja geil. Okay, da wird jetzt Aragon vom Osmanischen Reich verkleinert. Ist günstig für uns, ne? Ist alles ein bisschen einfacher dann. So, lassen wir Florenz mal durch und Aragon lassen wir auch mal durch. Lass die mal ruhig marschieren. Und wir werden uns jetzt... Wie sieht es mit den Schiffen aus? Da haben wir jetzt... 3 große, 20 Transport. Und jetzt mache ich es noch amtlich und bringe jetzt noch ein paar Galeeren dazu. Und wenn die fertig sind, dann machen wir es klar, ne? Dann greifen wir an. Wie gesagt, ein bisschen gehemmt bin ich ja gerade durch die aggressive Expansion, ne? Sonst könnte man hier ja richtig Gas geben. Okay, England ist ja heiß. Ja, da müssen wir langsam auch wirklich was tun, weil die eskalieren. Wie ist denn unser Stand da? Können wir da eine Koalition bilden?
Nicht mal das. Ich verstehe nicht, warum unsere aggressive Expansion so groß ist. Hängt das alles noch an der PU? Was haben wir denn groß genommen, mein Gott? Österreich, minus 32. Ich habe das Gefühl, das baut sich gar nicht ab. Was haben wir denn genommen, was Österreich stören könnte? Avignon oder was sind das so Furzdinger? Was haben wir denn für ein Problem? Ich gucke mal kurz bei den... Kurze Pause. Ich guck mal kurz bei den Ideen, was wir da... Ich glaube, die Einflussideen sind ganz geil. Die 20% brauchen wir. Ja, jetzt noch nicht, aber... Ich verstehe es gar nicht. Ich finde das so extrem diesmal mit der aggressiven Expansion. Also es fällt mir, oder es fällt mir nur so auf, ich weiß es nicht. Ich finde das schon heftig. Keine Ahnung, wie sieht denn unser diplomatisches Vermögen aus? 1,9 ist auch in Ordnung eigentlich, das Geschick. Verstehe ich nicht. Dass wir da so, ne, dass wir da so zerfressen sind von so vielen Großmächten schon jetzt. Gerade mal 60 Jahre nach dem Start. So. Ja, ist ja bald wieder fertig hier. Mein Gott, haben wir das ja richtig zügig am Start diesmal. Perfekt. So, administrative, wo gibt es das nächste? Da sind wir schon auf 8. Perfekt. Und dann können wir hier die Zinsen mitnehmen. Dann kommen wir dann langsam da. Zinsen ist so undankbar, finde ich. Ich bin halt jemand, der wirklich so gut wie nie Kredite aufnimmt. Obwohl es auch eine ganz relevante Spielmechanik ist. Aber es ist nützlich für uns. Warum? Weil es dann den nächsten Steuermodifikator gibt. 10% nochmal oben drauf. Lasst uns Geld verdienen. Nice. Gucken wir mal. 5 Dukaten nehmen wir gerade bloß ein. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja die Kolonien, die sind ja so teuer. Jetzt sind es 7, ne? Das lohnt sich gleich, 10%. So. Ja, ja, die Kolonien sind 6. Wenn wir die jetzt nochmal, wenn wir die nochmal draufrechnen, dann wären wir schon bei 15 Dukaten. Dann haben wir noch einen etwas teureren Berater genommen, ne? Etwas teuer, 1-2 Dukaten. Und die Festungen sind alle am Start. Ja, ja. Ja, ja. Idealerweise würde das Osmanische Reich echt hier landen und sich einen Kern holen. Auf dem Weg zur Welteroberung. Das wäre natürlich der perfekte Ausgang. So, jetzt haben wir unsere Flotte vollzählig. Machen wir uns auf den Dampfer und fressen Portugal, meine Lieben. Wir nehmen alle Flotten zusammen. Ups. So. Jetzt haben wir alle zusammen, außer noch die Exkursionsflotte. Das kostet uns jetzt momentan auch ziemlich viel Geld, ne? Also wir gucken mal ganz kurz. Der Flottenunterhalt liegt momentan bei 6 Dukaten. Das ist brutal. Liegt aber daran, dass wir 13 Schiffe über Soll sind. Das kostet halt dementsprechend, ne? So, haben wir alle zusammen. Die 2 Transportschiffe, das Entdeckerschiff und das ist die. Jo, alles klar. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir wollen England den Krieg erklären. Wir brauchen dann eine kleine Armada mit unserem König. Die schicken wir dann ins Elsass. Und Kastilien übernimmt die Angelegenheit mit Portugal. Und wir stellen uns dann ganz fleißig dahin. Und dann beobachten wir das mal. Vielleicht, wenn wir es schaffen sollten. Wenn wir es schaffen sollten. Die Schiffe der Engländer zu zerstören. Dann gehen wir noch an Land. Also ans englische Land, ne? Auf die Insel. So, was haben wir denn? Was hat der Adel denn schon wieder? Erhält 10 Prestige. Haben wir genügend? Jo, haben wir genügend. Er verliert ein bisschen an Loyalität. Loyalität ist nicht so wichtig. Aber wir verlieren Prestige, kann ich mir gerade gar nicht erlauben. Andersrum, ich brauche Prestige jetzt für den Kampf. So, und weil es unser Erzfeind ist, oder Rivale, wenn wir ihnen den Krieg erklären, gibt es richtig Power. Power for the people. So, der König läuft nach ins Elsass. Krieg erklären. Eroberung. Achso, haben wir noch eine Aufgabe gelaufen gerade? Achso, ja, die St. Luca-Geschichte. Calais. Portugal, Elsass, Tyrone.
Kein Problem, die anderen helfen nicht, aber ist nicht schlimm. Wir haben ja... Wir haben ja... Kastilien. So, jetzt müssen wir ein Auge offen halten, wo die Schiffe kommen, ne? Ganz wichtig. Sind sie hier drin? Perfekt. Oh nein, die sind rausgefahren. Shit. Da wollte ich sie eigentlich erwischen, wenn sie hier reinkommen. In den Hafen. Oh, die Erkundung ist beendet. Den schicken wir gleich wieder los. Und tschüss. Ups, wo war ich? So. Wie gesagt, schön Auge offen halten. Natürlich auch, was hier unten passiert. Das sollte aber Spanien hinkriegen, ne? Gegen Portugal. Ich sage Ihnen schon mal gleich hier. Das ist dein Target. Schön nach Lissabon. Und dann schneiden wir jetzt Portugal wieder ein bisschen ab. Ja, wir gucken mal. Ja. Man könnte jetzt auch schon die Inseln klauen. Aber wie gesagt, dafür würde ich mich schon ganz gerne noch erst ein bisschen größer aufstellen. Vor allem lasse ich mein Schiff mal hier drin stehen. Das schicke ich mal jetzt nicht los. Hat der was zu tun? Nee. Abbruch. Abbruch, Abbruch. Wie kann ich es abbrechen? Warum kann ich ihn nicht abbrechen? Hm. Kann man das? Es geht tatsächlich nicht. Wenn er mal los ist, ist er los. Du kannst ihm nichts mehr sorgen. Den Klappstuhl. Gut, okay. Alles klar. Wusste ich auch nicht, dass man den nicht abbrechen kann. Sonst hätte ich ihn lieber mal da gesaved, den Kollegen. Jetzt fahren wir, wie gesagt, meine Hoffnung ist, Frankreich traut sich hier in den Kanal. Wir haben 37 Schiffe in der Reserve, in so einer kleinen Bucht versteckt. Und wenn, Frankreich sage ich, wenn der Engländer kommt mit seiner Flotte, dann greifen wir an. Dann fahren wir raus und schneiden sie ein. Der Kanal gehört uns. Wundert mich auch nicht, dass da so ein Verhältnis herrscht. Also rein national gesehen, das ist ja echt ein Katzensprung, ne? Von Calais nach Kent. Das ist ja echt nicht weit. So, Befehlshaber ist tot, wer? Apropos, unser Schiff. Jetzt kommt's zurück. Perfekt. Nicht, dass es jetzt untergeht. Jetzt hat's. Ach, ohne Entdecker erleidet das Schiff maximal Verluste. 8%. Ach, kein Wunder. Deswegen ist es jetzt mal auch nicht zurückgekommen. Jetzt habe ich's verpasst. Das ist das Problem, wenn man zu schnell macht. Wir machen mal auf 2. Erzählen und dann passiert sowas. So. Boah, 2 Sterne. 37 Schiffe. 32. Ich habe da hinten aber noch Tyrone-Schiffe gesehen. Und Elsass hat keine Schiffe. Apropos Elsass, warum steht da noch nicht drin? Wo ist denn die Hauptstadt? Da. Lothringen. Was ist denn mit unseren Einheiten? Warum können wir keine Einheiten mehr bewegen? Hä? Ach, Metz. Ach, die haben gar nicht mitgemacht. Ach, die haben gar nicht mitgemacht. Ach, ich habe jetzt gedacht, Mensch, das Elsass, was ist da los? Ja, Leute, also manchmal ist man auch echt verstrahlt. So, probieren wir's, oder? Was haben die denn? Die haben halt Großschiffe, ne? Das ist halt echt gefährlich. 12, die haben halt gar keine Galeeren. Ich weiß nicht, welche jetzt... Ich finde, seine ist jetzt kampffertiger als meine Flotte hier. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sehe die ein bisschen stärker. Ja, wir müssen es ja nicht riskieren. Wir müssen es ja nicht riskieren. Was hat er da drin? 6. Wir können ja warten, dass vielleicht Kastilien hier hochkommt. Wenn die noch kommen würden mit den 18 Schiffen, dann hätten wir ein leichtes Spiel. Wir haben halt leider... Wir haben zwar auch 10, wir haben zu viele Transportschiffe drin. Das ist das Problem. Es war eine große Flotte von 37 Schiffen. Aber die Großschiffe, die hauen es raus. Da haben wir bloß 3, das ist zu wenig. Ich versuch's mal, ich baue mal noch auf. Die werden ja schon nichts einnehmen. Und dann stellen wir uns hier erstmal nach Artois. Nehmen das schön fleißig ein. Wie gesagt, das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant, wenn man den direkten Flottenvergleich sich anschaut, was die da schon an Start haben. Ich muss es jetzt nicht übers Knie brechen. Dann verliere ich alles. Und da stecken halt schon ein paar hundert Gold drin, ne, in der Flotte. Also das muss man jetzt auch nicht machen. Wir müssen nur aufpassen, dass jetzt keine Truppen hier landen in Co. Und unsere Schiffe dann rausprügeln. Ne, dass die dann rausfahren müssen. Es war schön mit den 2 Sterne, Admiral, aber vielleicht bleibt es ja 200 Tage so bestehen. Und dann nehmen wir
Dann holen wir noch ein paar andere Schiffe dazu. Da bauen wir jetzt noch ein paar Schiffchen. Gar kein Problem. Apropos, der Krieg dauert ja ein bisschen länger. Das sollte man immer mitnehmen, ne? Diese Reduktion der Kosten. Das ist ja echt, wenn man noch Punkte übrig hat. Obwohl, das haben wir eigentlich gar nicht, weil unser Herrscher ja echt grottig ist. Und dann ist auch so ein... Zumindest ist der Vetter kompetent. Und dann ist er noch so ein Dummbatz, der dann schon mit 16 an auf den Königsstuhl kommt. Ich stelle sicherheitshalber mal die Einheiten hier nach Co. Nicht, dass ich den Moment verpasse, wenn die rübersetzen wollen, ne? Ja, die haben keine Chance. Die können maximal 13.500 Leute rüberschicken. Warum 13.500? Ja, weil der Transport schon Leute frisst. Lokale Unruhen lasse ich immer weg. Und Autonomie auch. Ich finde das immer doof. Ich nehme lieber die Punkte hier. So, wie sieht's aus? Kastilien. Das ist alles, was Kastilien hat? 20.000 People? Oh Gott, das ist aber auch arm, ne? Naja. Sie sind halt nicht ganz so, können sich nicht ganz so ausweiten, wie man das, wie das normalerweise der Fall wäre, ne? So. Schön wäre es, wenn jetzt schon portugiesische Kolonien hier wären, dann könnten wir die schon nehmen. Was haben wir verloren? Die Balearen haben wir verloren? Okay. Was ist mit Aragorn eigentlich in seinem Krieg? Gegen Marokko. Was will denn Marokko eigentlich haben? Angreifer gegen Aragorn im Krieg, marokkanische Eroberung von die Balearen. Ja, nee. Die sind doch uns. Kriege ich den Anspruch ohne große Probleme durchgedrückt? Ah, haben wir wahrscheinlich entdeckt, aber... Oh Gott. Mein Gott. Jetzt haben wir eh aggressive Expansion. Bin mal gespannt, ob wir Calais überhaupt bekommen, ne? Das wäre natürlich spannend jetzt. Ob wir Calais kriegen, ohne die Koalition loszueisen. Blöd ist es... Naja, blöd ist es nicht. Ich denke, der nächste Krieg, den wir gegen England führen, der ist dann einfach effektiver. Dann noch ein Ticken. Ich glaube, diesmal schaffen wir es noch nicht von den Einheiten her, was die Schiffe angeht, ne? Okay, jetzt fern welche weg. Das könnten wir mal ausnutzen. Sollen wir uns trauen? Kann doch sein, dass die KI mitdenkt und rauslocken will, ne? Die fahren weg und die drei bleiben stehen und kaum fährst du raus, kommen sie wieder. Könnte ich mir hundertprozentig vorstellen. Oder sie holen Einheiten. Das wäre halt noch schöner. Wir kriegen den Kriegsstand nicht auf die Kette. Wir müssen Calais mal langsam einnehmen. Durch die Belagerung steigt halt bei ihnen der Kriegsstand. So. Okay, wenn wir... Da sind sie. Da habe ich gesagt, da kommen sie. Ui. Oh, bitte lass die kämpfen. Dann helfen wir. Nee, machen sie nicht. Shit, treffen sich nicht. Doch, jetzt fahren sie runter. Leider brauchen die Karacken zu lange. Eine Karacke braucht 560 Tage. Da geht's schneller? Aha. Interessant. Interessant, interessant. Da kommen sie. Ich hab's doch gewusst. Wie wollten wir laufen? Da kommen sie jetzt. Na, die werden wir doch erwischen, oder? Stopp. Problem ist, wenn die gerade ausladen sind, können... Ja, wir können sie halt nicht zerlegen, die Flotte. Das ist das Problem. Aber wir können mal Einheiten zerstören. Das ist nicht schlecht. Das machen wir mal. Ich muss nur auf meine Schiffchen aufpassen. So. Das habe ich ja, wie gesagt, das habe ich angekündigt. Wie ich hier laufen möchte. Genau, dass wir halt so verschleißarm wie nur möglich da durchkommen. Ja, komm her, Engländer. Mit deinen, was sage ich? 13,8 People kommen an. Okay. Kommt die Flotte zurück? Oder bleibt die da? Das, wie gesagt, wir müssen das echt jetzt hier peu à peu beobachten. So. Und jetzt müssen wir über die Pyrenäen. Das ist natürlich auch saublöd.
Und dann kommen wir eigentlich relativ blöd an. Wir müssen uns den Berg hier hochkämpfen. Ihr seht es ja, ne? Vom Gelände her. Wir müssen jetzt mit 23 People den Berg hoch. Aber das sollte doch machbar sein. 23 gegen 13,8. Am Ende kommt die große Ernüchterung. Man stellt fest, boah, sind die stark. Wir werden es sehen. Probieren geht über studieren. Wir werden es ja sehen, wie weit sie sind. Okay, die Flotte kommt zurück. Und dann, wenn wir schon hier unten sind, dann machen wir noch gleich die Portugiesen weg. Auch nochmal Transportschiffe. So, 23 gegen 14. Es ist auch einfach mal interessant, ne, wie stark wir schon sind. Und als Angreifer ist natürlich... Oh ja. Oh, oh ja. Oh. Mein lieber Engländer. Da bist du genau an den Falschen geraten. Die bringen aber schon wieder 13. Höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir müssen gleich hinterher hier. Wenn wir es jetzt noch schaffen, könnte ein bisschen besser laufen. Wenn wir es jetzt noch schaffen, so, wo laufen die Engländer hin? Nach Moral. Wo ist Moral? Burgos? Ach, niedrige Moral. Bin ich bescheuert. Aber ich sehe jetzt leider nicht, wo die Engländer hinlaufen. Wir müssen nur aufpassen, wir brauchen jetzt mal ein Gebiet, was, da kommen die nämlich die 14, die nächsten 14.000. Wo gibt's denn hier schönes Land? Ist ja alles so bergig hier in Leon, ne? Da könnten sich ein paar aufhalten, aber... Ich sehe leider nicht, wo die Engländer hinlaufen jetzt, das ist doof gemacht. Wenn die nächsten 14 noch landen, haben sie 30 hier, dann haben wir ein Problem. Da oben ist noch alles gut, ne? Wir können mal in der Zwischenzeit mal rausfahren. Aber das haben sie, jetzt haben sie ihre ganze Armee rübergebracht. Mehr haben die auch nicht. Das kann man noch festhalten. Wo laufe ich jetzt hin? Richtung Galizien? So. Warum können die nicht weg? Komm, zerlegen, komm schon. Ja, perfekt. Können wir hier stehen bleiben mit 29 People? Perfekt. Calais haben wir auch gewonnen. Perfekt. Ach, die haben nochmal 7.000 dort. Meine Güte. Okay. Wir müssen kurz wieder unsere Einheiten auffrischen, ne? Das dauert ein paar Minütchen. Es ist jetzt schon ein bisschen eng. Aber das ist ja kein Problem. Wir sind ja durch. Wir dürfen das Schiff nicht außer Acht lassen. Ansonsten fliegen unsere Einheiten gleich über Bord. Also unsere... So mache ich es jetzt mal. Das heißt, ich bringe die anderen People noch hier runter. Die kommen mit. Und helfen dann hier. Wie sieht's denn aus? 9. Oh, Staatsehe erneuern. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Rebellen ist soweit. Kolonie ist schon durch. St. Lucia. Boah, geht ja echt. Ah, gut. So zügig ging es jetzt auch nicht. War, ist in Ordnung vom Tempo. Staatsehe mit Bosnien. Perfekt. So. Wie gesagt, die Schiffe müssen wir hier acht geben, ne? Wenn die jetzt die Belagerung aufbrechen, kommen die nämlich zu uns. So, wir nehmen jetzt die Einheit. Die ist voll frisch. Und die geht auf die. Die noch nicht. Die ist noch angeschlagen und auch nicht beide zusammen. Wir haben ja gesehen mit 23 und jetzt haben wir ja die identische Armee, ne? Von der Moral her sogar noch wieder stärker, weil wir ja schon einen Kampf gewonnen haben. Wir müssen jetzt nur beobachten, was denn die Portugiesen der Meinung sind zu tun. So, das dürfte jetzt eigentlich genauso ausgehen wie das andere, weil es die gleiche Anzahl ist. Ja, was habe ich gesagt? Das ist perfekt so mit diesen gleichwertigen Armeen, dann kann man das perfekt einschätzen, wie stark der Gegner ist. So. St. Lucia. Machen wir kurz aus hier den Lärm. Das organisieren wir nämlich auch gleich weiter. Da geht es dann nach Dominica. Dominica ist das gute Ding. Achso, wir sind ja noch in Martinique. Ah, stopp. Dann erstmal hier.
Das machen wir schnell hier fertig. Jetzt bin ich hier beschäftigt und guck nicht, was in Europa passiert. Das ist ja viel wichtiger als die paar Eingeborenen hier. So. Haben wir auch wieder geschafft. Die rücken weiter, die anderen sind, da sind sie zerstört. Boah, wir haben denen ihre ganze Armee zerstört. So, Schiffe wieder reinsetzen. Ne, damit wir da nicht drauf gehen. So, die sind jetzt eins weiter gerückt. Dominika-Eingeborene waren da noch am Start, die haben wir auch gewonnen. Nachlassende Produktion. Ui, da, das ist wieder so ein Faktor, ne? Wo ich vor ein, zwei Folgen mal erwähnt habe mit diesen Modifikatoren, die einen erwischen können. Je nachdem, wo man seinen Fokus drauf legt, das kann so ein bisschen... Aber Inflation, da hatten wir doch jemanden, der das verringert hat, oder? Nicht mehr, da sollten wir ein bisschen aufpassen. Bis 15, 17, 10 Jahre. Also 10 Jahre muss es jetzt nicht sein, also... Da gibt es coolere Events. So, ist er runter. Gleich drauf. So, müssen wir nur aufpassen, ne, was der Engländer da oben treibt. Können wir das, schaffen wir das, unsere Einheiten zusammenzuführen? Pass mal auf, ich will die jetzt zusammenführen, hundertprozentig. Kommt er dann raus und zerreißt mir die. Ui, was ist nur passiert? Ah, Balearen, okay. Politischer Kampf, doch mal wieder Einflussgeschichten. Was haben wir hier? Bahn bekommt medizinische Evolution. Wir nehmen die Macht mit. Der Standklerus erlangt 10 Einfluss bis zum 4. Dezember 1522. Kann ich... Oder ich bezahle einen Haufen Dukaten und verringere das. Aber wir hatten eh noch keinen an der Grenze oder an der knappen Grenze, von daher passt das. Da war der Portugiese aber schnell, ne, mit der Geschichte. Da kommt ja schon wieder ein Schiff. Und wieder eine englische Armada. Ich habe es aber geschafft, die Einheiten zusammenzufügen. Nice, jetzt haben wir mehr Schiffe bald. Wenn der Portugiese mitmachen würde, ne, wenn ich jetzt dessen Schiffe auswählen könnte, wäre es am einfachsten, ne? Dann könnte ich einfach loslegen und ihn zerlegen, ne. So, jetzt bringen wir hier mal den Kriegsstand ein bisschen nach oben gegen den Portugiesen. Da werden schon 8 Schiffe zerlegt. Was sind da große dabei? Ja, die flüchten halt noch, Mist. Oh, der Engländer ist back in business. Das sind aber jetzt, glaube ich, langsam die letzten. Wundert mich, dass er hier rüberkommt. Da oben wäre es doch für ihn besser jetzt. Aber gut, das weiß er ja nicht, wo meine Einheiten sind. Theoretisch. Klar weiß die KI das. Perfekt. Ab Porto gewonnen. Ist das hier eine Festung? Nee. Fehlen uns hier Männer? Yo, oh, da fehlen auch eine ganze Menge. Da müssen wir noch nachliefern. Ja, so ein Krieg gegen England ist schon kräfteraubend, ne? So, sind wir durch? Perfekt. Der geht dann da runter. Und da fighten wir dann gegen den Engländer dann nochmal in Galizien. Und immer im Auge behalten, was im Norden passiert, ne? Sonst kann man nämlich gar nicht intervenieren. Kann man jetzt, wenn man hier unten kämpft, sowieso nicht. Also nicht so gut, wie man das... Oh! Oh, da kriegen wir einen Malus. Schaut mal, zweimal Gelände und trotzdem gewinnen wir den Kampf. Gut. Wir sind natürlich auf wesentlich viel mehr Leute, aber trotzdem. Also das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt die ersten Kämpfe gesehen. Da waren wir auch doppelt so viele. Oh, die liefern nochmal nach. Oh, was ein Glück. Jetzt haben sie den Malus. Guck. Die sind so heiß. Die Engländer, die sind gut. Die gefallen mir. Jetzt haben sie als angreifende Nation. Hätten sie, wenn sie einen Tag vorher angekommen wäre, hätten sie den Kampf gewonnen. Einen Tag vorher und die hätten den Kampf gewonnen. Weiß nicht, ob ich beide zerlegen kann. Ich glaube aber schon. Oh nein, Stabilität. Kann man das kurz warten, bis der Kampf vorbei ist? Das wäre jetzt heiß, wenn ich beide niedergemäht bekomme. Jo. Okay, jetzt haben wir... diese französische Armee, mit der man sich echt nicht anlegen sollte. Zumindest aus englischer Perspektive nicht. Und nochmal. Oh, Gottes Willen. Jetzt sind sie ganz zerlegt.
Perfekt. Ja, leider kriegen wir Stabilitätsabbruch. Gibt nichts anderes, leider. Ich hasse das. Komet gesichtet. Hat sich auch immer wieder ergänzt. Ne, jetzt kommt hier, oh, Komet. Des Teufels Freund und Verwandter. Oh, Komet. Mit jedem DLC gibt es irgendwie eine neue Möglichkeit. Wahrlich schlechte Nachrichten. So, ihr habt gesehen, da sind... Oh, von 15.000 sind nur noch 830 Infanteristen übrig in der Armee. Ja, alles klar soweit, ne? Da haben wir mal aufzufüllen. 14.000 People haben das gekostet. Aber den Engländern hat es noch viel härter getroffen. Ach, der hat sogar noch zwei People nach Hause gekriegt? Wie ging das denn? 14.000. Achso, wir sind durch. Sind wir da vollzählig? Auch nicht. Wir kriegen schon gar nicht mehr die Einheiten vollzählig. Naja, ist egal. Noch. Da kommen schon wieder 3.000. Aber jetzt greifen sie uns an. Wo landen die? Moment. In Galizien. Komme ich da vorher an? Das kann ich ja abchecken. Wir kommen am 24. August an und die am 3. September. Perfekt. Aber wir haben nur noch 3.000 Pferde. Aber ein paar Kanonen zum Glück. Ne, das macht es dann schon ein bisschen einfacher. So. Guck mal, wie lange der... Die Spanier brauchen da schon ewig, ne? Bis sie das Ding mal belagert haben. Da kriegen wir schon wieder. Wahnsinn, oder? Was wir hier Kämpfe führen. Okay, wir haben die Portugiesen zerlegt. Die Engländer schon wieder. Ging bei uns wieder mal auf die Mannstärke ohne Ende. 16.000 Differenz. Ist auch irgendwie unerschöpflich, glaube ich, oder? Es wäre natürlich jetzt ein perfekter Zeitpunkt, seine Flotte anzugreifen. Ich probiere das jetzt. Wir werden es ja sehen. Wenn sie jetzt draufgehen, ja, die Kriegssteuern breche ich mal ab. Okay, Portugal haben wir schon wieder. Da stehen immer noch 11.000. Mist. Jetzt kommt er nicht mehr rüber. Ich will es mal probieren. Aber ich kriege ihn nicht. Du erwischst die halt nicht. Das finde ich einer der Momente, die echt blöd sind in dem Spiel. Dass man es immer noch nicht auf die Kette gekriegt hat, mal so ein Schlachten-Element einzubauen für die Schiffe. Oh nee. Martinique? Was war denn los? Da waren jetzt Eingeborene, die da Rabatz gemacht haben. Ich dachte, wir hätten die zerlegt. Okay, Portugal ist durch. Gucken wir mal, was wir für Friedensverträge bekommen für Portugal. Ah nee, dann nehmen wir noch ein Jahr. Schön. Das dauert noch ein bisschen, mein liebes Portugal. Und wir bringen unsere Einheiten mal nach Hause, ne? Unsere Armeen. 13 dort und die anderen nach... Oh. Läuft der wieder? Ne, er läuft perfekt. So ist er richtig. So soll er laufen. Und die anderen nur nach Bordeaux. Da sind immer noch 14.000. Ich weiß nicht, wo er die noch hat. Wir gucken mal ganz kurz, ob er da Söldner gekauft hat oder was. Wir haben doch von denen jetzt... vom Engländer, glaube ich. Jo, er hat schon 12 Söldnereinheiten, aber wir haben doch... Also gefühlt 20.000 People haben wir von ihm zerlegt. So. Moment. Da wird noch fix eingenommen. Ich werde die... Ich will halt auch, das ist auch ein anderes Thema, wie stark sollte man den Mitspieler in einer untergebenen PU geben, ne? Oder jetzt halt Kastilien, ne? Wie stark sollte man machen, ne? Gibt man jetzt noch die Provinzen da für unsere aggressive Expansion? Oh, jetzt, die wagen den Kampf. Also werden sie... Sonst wird er nicht kommen. Wenn die nicht gewinnen würden, würde er nicht kommen. 7 Großschiffe, 12 mittlere, 15 Transporter, 20, 4, 13, 3. Du kannst mich mal, ich fahre in den Hafen. Reicht nicht. Shit.
Da haben wir. Das ist natürlich jetzt der Unterschied. Da haben wir ein Problem. Sobald ich aus der Schlacht fliegen kann, fliege ich. Noch haben wir ein paar Schiffe. Und rein. Ist mir egal. Ich muss die nicht. Ich will die nicht zerlegen lassen, alle. Das können wir gar nicht gewinnen. Boah, heftig, oder? Da sind. Das ist ja da, sag ich ja. Da kommst du nur über Masse gegen den Engländer an. Das ist den ihr absoluter Fokus, ne? So, ich will mal hier, sag mal, hier, Kastilien. Gehen wir da hinten noch hin. Mach das mal da hinten klar. Ja, durch das Abschneiden von Portugal brauchen wir uns ja gar nicht beeilen. Was das Kolonisieren angeht. Das stimmt mal eigentlich ganz gut im Saft. Uppala, uppala, schnell Beeilung. Mach die alle. So. Porto kriegen sie nicht wieder. Frage ist halt. Hat er jetzt da Einheiten drin? Und geht hier drauf? Bitte, bitte, bitte. Haben wir gewonnen? Perfekt. Moment, jetzt checken wir das aus. Ja, macht er mit 7900 Mann. Perfekt. So, wir gucken mal oben an unserer Nordküste, was los ist. Wie groß unser Reich schon ist, wenn man sich das mal vorstellt. Es geht ja schon über Kastilien hinaus. Ich weiß nicht, wie lange diese... Also die Integrierung von Kastilien, die wird mal eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Da werden wir wahrscheinlich nochmal so lange Jahre brauchen, solange wir jetzt die PU haben. Ich komme auch nicht klar mit meinen Finanzen. Ach so, weil wir auch so viele Männer ersetzen müssen. Ja, das kostet auch viel Geld. Und weil wir keinen Handel mehr führen, ne? Das ist auch so eine Einnahme, die fehlt. Und weil wir immer noch die Kolonien unterhalten. Trotz fehlenden Einnahmen. So, haben wir das jetzt? Jo, dann haben wir... Was fehlt denn noch? Ach, hier unten, ja. Lassen wir ihnen noch was. Dann haben wir nochmal einen Kriegsgrund. Ich meine, es muss ja nicht 1509 schon alles zu Ende sein. Vielleicht haben sie noch ein, zwei Kolonien, die wir dann auch noch fressen können. Und beim nächsten Krieg sind wir noch einen Ticken stärker aufgestellt, ne? Ist doch ganz klar. So, dann geht das hier an Kastilien. Das geht an Kastilien und das. Ist teuer, ich weiß. Ne, das können wir noch lassen. Ach, shit. Ja, ist besetzt durch Kastilien, aber muss ich ihn ja nicht geben. Ich gebe ihnen viel eher die Inseln, weil die nerven. Die können die Kastiletten jetzt mal organisieren. Die nerven später einfach bloß. Die immer da immer abzufahren. So. Und England. So, jetzt gibt es erstmal Frieden stiften mit Portugal. Die sind ja auch schon alleine ziemlich fertig. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht mit der aggressiven Expansion. Ich sag jetzt hier das da. Und das. Merkt das wer? Tch. Burgund geht auf minus 61. England ist mir auch egal. England ist mir auch egal. Jetzt gucke ich mal hier. Aragon ist dann schon drin. Ich finde das heftig, oder? Wie viel nehmen wir denn? Minus 3. Allein, okay, bei England, bei Portugal ist es ja egal. Bei Britannien sind es momentan bei diesem Kriegsstand minus 5. Das haben wir nicht besetzt, das kriegen wir also nicht. England, Elsass. Aragon ist mir auch egal. England und Aragon, pff, doesn't matter. Es geht um das Heilige Römische Reich. Das bringt immer ein bisschen mehr mit. So. Ach, macht er schon gar nicht mit. Okay, alles klar. Das auch nicht. Ist mir zu teuer. Aha. Sehr schön. So, eine Festlandprovinz und zwei Inseln. Dann bleibt noch eine Insel, ein bisschen Kolonialgebiet. Das kriegen wir im nächsten Kriegsstand gut fertig. Also, ne, also beim nächsten Mal geht das ganz gut. Jetzt gucken wir mal, warum kriege ich jetzt aggressive... Achso, weil das meine PU ist, die da wächst, ne? Mann, Mann, Mann. Frieden verhandeln. Ich will Calais. Und wer rastet aus? Halb Europa. Es geht aber noch. Ist noch kein Starker dabei.
Jetzt ist Österreich dabei. Ich will halt aber auch nicht die Füße stillhalten, ne? Man sieht's ja schon, dass es eskaliert. Elsass ist aber bald rum. Aragon. Ja, die werden auch nicht zwingend gleich loslegen. Okay, wenn man einen Berater reinsetzen und gut ist, ne? So. Erniedrigen geht leider nicht. Kriegsreparation geht. Sehr geil. Wie sieht's denn aus, wenn ich Cornwall stattdessen nehme? Nee. Wäre natürlich perfekt, wenn wir schon ans Land kommen würden, ne? Aragon, Elsass. Ja, ist in Ordnung. Wir werden mal die Beziehungen zu Aragon ein bisschen verbessern. Gucken wir mal. Beziehungen verbessern. Alles klar. Nice. So. Jetzt haben wir eine neue. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Der Turm da. Der passt mir ja überhaupt nicht da. Das ist ja unser Kerngebiet später noch. Ich denke, vorausschauend ist hier das am besten aufgehoben, oder? Ein Turm. Ich gucke jetzt gerade mal unser Kernland. Das ist gut. Die beiden sind in Ordnung. Champagne. Durch Paris ist ja sowieso ein Teil geschützt. Ich glaube, ich nehme lieber Picardy. Weil davon auch noch Co. Und dann ist das geschützt. Und dann nochmal da unten die Ecke. Champagne wird aber auch immer ganz gerne eingenommen. Aber wo kann man sich leichter ausbreiten? Ich will den Turm einfach auch schon ideal aufstellen. Ne? Nicht, dass der dann nervig ist. Weil er kommt schon gar nicht mehr nach Calais. In Calais der Turm ist doch auch Quatsch. Ich meine, was soll das? Ach, wir können einen. Ja, wir können einen Co. einen aufstellen. Dann haben wir auf jeden Fall drei Küstenprovinzen frei. Ne, dann haben wir unsere Hafenprovinzen, wo wir die Schiffe herstellen. Sind dann geschützt. Dann stelle ich den Turm in Co. auf. Fertig. Fertig ist der Lack. Kostet mich 194. Ja. Inflation 7,4%. Den müssen wir mal abbauen, ey. Alles klar. So. Liebe Leute. Das war geil. Wir verbessern mal ein bisschen die Beziehungen hier außerhalb. Auch beim Elsass. Die sind aufgebracht. Geht schon los. Das geht schon los. Geht schon wieder los. Ich kenne das selber. Ich meine, ich warne immer vor diesen Kriegen. Vor diesen Koalitionen. Ich warne ständig davor, weil ich sie halt kenne. Weil ich jedes Mal habe ich sie. Und sie zertrümmern mir den halben Spielstand. Aber trotzdem kann ich es auch nicht bleiben lassen. Ne? Alle zwei Jahre will ich Krieg führen und was erobern. Ne? Ja, am einfachsten hat man es folgendermaßen. Wenn das Land groß genug ist, kann man an verschiedenen Ecken einnehmen. Aber da wir jetzt schon eine aggressive Expansion haben wie Lotzi, ist es halt teuer, ne? So, in Ordnung. Was haben wir denn hier für ein Schiff? Wie heißt denn die Flotte? Transport Europa. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Wir tun mal die... Wir haben echt viele Barks verloren. Die müssen wir dann später wieder hinzufügen. Wir haben so einen tollen General, aber den werden wir ja nicht halten können. Über den Zeitraum hinweg, der würde uns ja wegsterben. Das sind jetzt Transportschiffe. Transport brauche ich zum Glück noch keine. Führt Aragon immer noch Krieg? Ach, Tatsache. Ist auch nicht schlecht, solange die aufgebracht sind. Solange die Krieg führen, baut sich auch wieder unsere aggressive Expansion ab. Österreich ist im Frieden. Da haben wir 43, das ist nicht koalitionsfähig. In Ordnung. Aber immer so ein schmaler Grat, ne? Immer so ein ganz leichtes Entlanglaufen dieser aggressiven Expansion. Das ist halt furchtbar, finde ich. Man müsste es echt mal auslaufen lassen und dann hat man auch Ruhe im Land, ne? So, das sind die Transportflotten. Die wollte ich noch kurz aufteilen. Hatten wir nicht schon drei aufgestellt? Nicht Transport sind das, sondern die Handelsschiffe sind das. So, wo ist denn hier die Hölle los? Wir haben ja, ach Gott, wir haben ja schon die ganze Welt erkundet. Bordeaux, ganz wichtig. Da gibt es sieben...
7,91 und wenn ich das 6er Schiff nehme, Moment, check ich mal kurz aus. 7,83. 5 ist besser als 6. Gut zu wissen. 5 ist die beste Größe zurzeit noch. Und im Krieg könnt ihr nach Hause kommen. Das eine Schiff tun wir dann raus. Haben wir ja gerade gesehen, dass es besser ist. Das tun wir dahinter. Und dann Ärmelkanal für 2 Dukaten. 2,80. Überall kriegen wir ein bisschen was. So, und kriegt nach Hause. So, das ist die... Die werde ich mal aufteilen. Transportschiffe kann man mal hier und da gebrauchen. Hier braucht man sie nicht. Ich tue die mal kurzfristig da ins Mittelmeer. Und das ist unsere Kriegsflotte. Die geht an Land. Der schöne General, ne? 2 Sterne. Aber ihr habt gesehen, ne? Da hat man gar keine Chance gegen die Engländer. Die mit ihrer Flotte. Da müssen wir noch ein bisschen fetter werden, aufbauen. Aber es ist ja nicht das Einfachste, ne? Also mal eben England, also es geht, man könnte da schneller fokussieren, sie schneller auf die Insel setzen, sie abtrennen. Ich habe mit Schottland das Bündnis aufgelöst, da hätte ich in den Krieg kommen können. Aber wie gesagt, da muss man ran. Wir müssen die Schiffe aufbauen, die wir brauchen gegen so einen Gegner, sonst geht das nicht, ne? Sonst kommen wir da nicht gegen an. Gerade die Großschiffe sind wichtig. Wir können sie ja stilllegen, zeitlang. Das ist ja kein Problem. Was habe ich jetzt? Was kostet uns so viel Geld? Die Festung wird erst noch gebaut. Keine Ahnung, warum wir jetzt so wenig Einnahmen haben. Berater ist in Ordnung. Kriegsreparation ist fett. Ach so, die Kolonien. Stimmt. Aber wir kriegen ja auch keinen Vasallenbeitrag, glaube ich, oder? Kriegen wir... Ach, hier, Vasalleneinnahmen. Ich sehe aber nicht... Sieht man irgendwo Vasallen? Ja, da, wir haben keine Vasallen, wir haben nur eine PU. Und eine PU bezahlt nichts. Ja, hoffentlich baut sich mal die Inflation langsam ab. So, Leute. Auch die Folge, glaube ich, ging auch wieder Ewigkeiten. Und verbracht haben wir 5 oder 10 Jahre. Aber wir haben wieder was eingenommen. Kann man ja so ein bisschen als Hausregel festlegen. Jede Folge muss was eingenommen werden. Ja, schön wär's. So, nutzen wir das Geld, was wir aus dem Krieg rausgeholt haben, um England später den finalen Schlag zu verpassen. 3 große Karacken, die wir mal aufbauen. Dann machen wir weiter. Ich habe gesagt, Produktion und Handel hat mal Fokus. Da schauen wir aber erst. 1,70, 1,80, 1,90. 2. Dann habe ich 1,90 gesehen. Und da möchte ich ganz gerne noch ein bisschen was in Produktion stecken. Ups, da habe ich den Handel angeklickt. Ne, hier ist mein Lieblings. Das ist mein Lieblingsanzeige. So, Produktion. Steuer haben wir ja schon ein paar Sachen gebaut. 13. 13. 13. Und 11. 18. So. Und dann haben wir das Geld wieder in die Infrastruktur gesteckt. Das ist perfekt. Jetzt gucken wir mal. Wie sieht's aus? Wirtschaftsideen, Zentralisierung ist demnächst dran. Haben wir eigentlich schon die Kernprovinzen veranlasst? Ah ja, ist ja bloß Calais. Stimmt, das andere muss ja Castillen übernehmen, hier die Geschichte, ne? Das müssen die ja machen. Das kann uns ja egal sein. So. Wie gesagt, ich baue gerade auch ein bisschen die Beziehungen bei denen auf, die eine extrem hohe aggressive Expansion bei uns haben, oder... denen das auf den Sack geht, dass wir so eine hohe Expansion haben. Dann wieder natürlich ein bisschen Rekrutenreserve und alles so, was dazugehört. Und dann könnten wir eigentlich einen Vorstoß wagen Richtung Osmanisches Reich. Wie groß sind die? Das geht sogar noch. Die sind nicht so groß. Was mir schon aufgefallen ist, ob ihr es gesehen habt, weiß ich nicht. Oh, wir haben Schulden. Ach, scheiße. Will keine, aber Zinsen haben wir ja schon recht günstig. Mann. Venedig, es gibt Venedig schon nicht mehr. Und das nach 60 Jahren nach Spielbeginn. Wäre nochmal zum Anlass, das können wir mal zum Anlass nehmen, das zu gründen. Das wäre natürlich tippitoppi. So, wem gehört Ragusa hat, Ungarn frisst unsere gesamten Freunde. Ist natürlich mal wieder mit Österreich verbündet. Das ist immer günstig ohne Ende.
Marokko, Tunesien und Irak. Das ist ja mehr. Das Osmanische Reich hatte mehr Bündnisse als Kernland. Moskau wird unser größtes Problem werden im Laufe des Spiels. Sobald die Stufe 10 erreicht haben, wird es da eskalieren. Das ist ein extrem großes Moskau zu frühen Zeitpunkt. Also da hat sich die KI in meinen Spielständen schon häufig wesentlich dümmer angestellt. Das wird richtig heftig. Da weiß ich noch gar nicht, wie wir das machen sollen. Das wird am Ende wird das natürlich richtig hart werden. Dänemark sieht gut aus. Eine Revolte. Ah, da brauchen wir nicht helfen, ne? Das kriegt ihr hin. Ah, die sind nicht da. Also, Kastilien hat bei mir ständig immer Probleme in jedem Spielstand. Oh. Wir müssen da ein bisschen navigieren, immer hin und her. Normalerweise muss ich das nicht, weil ich immer auf einem Punkt stehe. Müssen wir auch gar nicht. Das ist eigentlich blöd, dass ich zwei Einheiten auf einem Punkt stehen habe. Ich kann die doch aufteilen. Das sind doch keine starken Gegner, die wir hier haben in der Karibik. Ist anders wie in Afrika. Da brauchst du ordentliche People. Da brauchst du eine halbe Armee. So. Ja, kommt Kastilien da klar oder sollen wir da welche hinschicken? Wir bauen doch gerade gemütlich unsere Sachen auf. Was wollen die denn, kastilische Bauern? Keine Ahnung, was die wollen. Steuern, weniger Steuern zahlen. Wie immer. Wie immer halt, ne? So. Wir dürfen uns jetzt von den Einnahmen nicht täuschen lassen oder von dem Geldvolumen. Wir haben einen Kredit aufgenommen. Gebäude laufen gut. Kolonien laufen gut. Rebellen laufen wie immer. In Avignon muss ich welche aufstellen. Sehe ich gerade. Avignonische, bretonische, wo sind die? In Armor und Morbihan. Und in Calais kriege ich die unterdrückt, bis die Kernprovinz durch ist. Morbihan dauert ja die bretonischen, weil 2,2, das dauert recht lang. Und die neapolitanischen, wo sind die? Salento und Lucani. Ach Gott, ja, Neapel, ja, na klar. Da müssen wir mal gucken. Haben wir denn immer noch da Autonomie? Ah jo, 37%. Da sind 0,2, aber die werden ja auch noch Jahre brauchen, bis die rauskommen. So. Können wir die Ideen schon pushen oder müssen wir wieder Technik mitnehmen? 8, 7, 8. Ist schon einer hier auf 9? Boah, der ist schon auf 9. Ja, unser Herrscher ist auch scheiße. Das vergesse ich jedes Mal. Ich überlege die ganze Zeit, Mensch, warum sind die so fix und wie so lahmarschig? Wir haben einen 3-2-1 Herrscher, das ist halt echt auch ein Graus, ne? Und er will halt auch einfach nicht verrecken. Bei Gott, das ist wieder so einer, der am Ende wird der 92 oder 104, ne? Und du verlierst halt massig Zeit und Geld und Punkte und alles, ne? Du könntest ja schon viel weiter sein. Mein Gott. Autonomie wäre mir normalerweise ganz gelegen, aber jetzt warte ich das Militär ab. Ich will immer auf jeden Fall auf Schlagreichweite mit England bleiben, ne? Obwohl wir jetzt aktuell dann hinterherziehen. 8, 7, 8. Wo ist er? 7, 8, 9. 8, 7, 8. Ja, ist weiter. Ein Punkt weiter. Also Vollgas. Entdecker-Ideen hat er drin. Aber da kommt er nicht voran. Oh, Baumwolle, sehr schön. Da können wir den abrufen, den Kollegen. Ich glaube, ich muss leider meinen Admiral kicken. Ist schade drum, echt, ist echt schade drum. Wann kriegst du schon mal so einen, ne? Ich will nämlich weiter entdecken mit den Schiffchen. Schade, schade, echt toll. Aber der Entdecker ist mir momentan einfach wertvoller. Das bringt Prestige. Und wenn der andere Kollege da rumsteht und nichts tut, bringt das gar nichts. So. Tut mir so leid. So ein toller Kapitän. So, komm. Alle Darlehen gleich raus wieder mit. Weg damit mit den Darlehen. Inflation müssen wir reduzieren. Da fehlen mir aber die Punkte. Ich hab nichts über. So. Militär sind wir wieder am Start.
Und wir kriegen neue Einheiten. Condetta Infanterie. Da nehme ich immer ganz gerne die Landsknechte. Wenn man schnell genug ist und sich auf die richtigen Punkte stellt, dann wird man meistens angegriffen. Und da sind die Landsknechte ja stärker, ne, in der Defensive als in der Offensive. Daher mein bevorzugte Armee. Später ergibt sich aber die Wahl, weil man ja schon sieht, wohin die gehören. Zum Beispiel Friedrich-Infanterie, das ist für die Preußen. Linieninfanterie, das ist für die Rotröcke, für die Engländer. Die einfache Linieninfanterie. Später gibt es halt noch Napoleons Quadrat und das ist dann klar, ne? So. Der Feind unseres Feindes annektiert Elsass. Die Vorschläge, ne? Wir haben schon wieder aggressive Expansion 3000 und da kommen die Vorschläge wieder rein. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich weiß nicht, wie lange die Folgen gehen. Ich übertreibe es, glaube ich, in letzter Zeit. Aber ist ja nicht so wild. Halb so wild. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Bergi.